Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transivert 4, der Dennis spielt das hier auf dem PC. Ja, nachdem der Livestream ja gestern etwas abrupt enden musste oder geendet ist, habe ich mir gedacht, wir machen heute noch ein kleines Güterzug-Szenario mit der BR218 und zwar auf der Strecke Ruhr-Sieg Nord und haben heute die Aufgabe, diesen Güterzug, Holzzug wieder zurück zum Maraschinenbahnhof zu fahren und genau das ist heute unsere Aufgabe. Mit der 218-003-2. Ich habe mir gedacht, wir nehmen heute mal Orientblau-Beige. Ist ja auch eine schöne Farbe. Also ich kann nach wie vor nicht auf die Strecke Hamburg-Lübeck zugreifen. Weiß der Teufel warum? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe eventuelle Mods von DSW3 gelöscht. Ich habe die Strecke neu installiert. Es funktioniert nicht. Ich habe dem Support geschrieben, beziehungsweise dem Support kann man ja nicht wirklich schreiben. Ich habe das versucht, aber naja. Ich habe jetzt mal eine Diskussion in der Community gestartet bei DTG, für das, also in der Spiele-Community. Vielleicht kann mir da jemand helfen, ich weiß es nicht. Ansonsten, ich habe keine Idee mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mir da helfen könnt. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe das Spiel neu installiert. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Vielleicht hilft ja das Neue, wenn irgendwann mal wieder ein Update kommt. Vielleicht hilft das. Ich weiß es nicht. Ich habe im Moment keine Idee. Es ist leider tragisch, weil ich keine Szenarien mehr in Hamburg-Lübeck spielen kann. Es ist wirklich traurig, aber es funktioniert einfach nicht. Jedes Mal stürzt das Spiel ab und das macht echt keinen Spaß. Naja, sei es drum. Wir konzentrieren uns heute mal auf dieses Szenario hier und machen ein kleines schickes Foto. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Und zwar damit, dass wir den Zug natürlich erstmal aufrüsten müssen. Dazu zählt natürlich erstmal den Motor starten. So. Der Motor läuft, dann können wir Zuglichter einstellen. So, und dann würde ich sagen, Zugsicherungssysteme noch und dann sind wir eigentlich auch fahrbereit. So, Bremse lösen. Bremsschlüssel müssen wir natürlich noch aufsperren. So, dann können wir die Bremse lösen. Und dann können wir losfahren, würde ich sagen. Druck 3,5 Kilometer bis Hagen. Auf geht's. Jetzt hier noch irgendwas vergessen. Triebeleistung ist auf 1, der ist vorwärts. Dürfte nur auch eigentlich fahren können. Funktioniert doch. Keine Ahnung, was das gerade war. So. Freien. Und dann fahren wir unseren leeren Holzzug zurück zum Rangierbahnhof. Wunderbar.
scheint zu funktionieren. Jetzt nicht überschreiten. Also es ist wirklich traurig, dass man wegen irgendeinem Bug oder ich weiß nicht mal, ob das ein Bug ist, aber wahrscheinlich, was soll es sonst sein, nicht auf eine Strecke zugreifen kann, für die man ja eigentlich bezahlt hat. Das finde ich ein bisschen traurig. Man einfach keine Chance hat, irgendwie rauszufinden, woran es liegen könnte. Wenn man alles probiert hat, aber es funktioniert nichts. Naja, mal abwarten. Vielleicht bringt die Community ja was. Ansonsten muss ich schon irgendwie versuchen, mal den Support zu schreiben. Was ist denn hier jetzt falsch? Warum genau ist die Lokverkette rum? Kann mir auch keiner sagen, oder? Stimmt doch auch schon wieder was nicht. Das ist total verbuggt, total verbuggt. Naja, komisches Spiel manchmal. Ganz komisches Spiel. Mit Sicherheit nicht richtig, dass die Lokverkette rumsteht. Ich denke auch, warum? Genau, wenn wir nämlich die Taste 2 drücken, dann kommen wir mehr nach hinten hin zu den Waggons und nicht nach vorne, was ja normalerweise falsch ist. Ja, komisch, komisch, komisch. Das kann nicht richtig sein. Also irgendwas ist da noch nicht hundertprozentig mit der 218, da kann mir sagen, kann jemand sagen, was er will, aber das ist noch total verbuggt. Allein schon die Tatsache, dass man die Türen manuell aufmachen muss, zum Beispiel an den Dostos, wenn man jetzt Dostos zieht, dass er die Tür nicht öffnet.
dass man praktisch beide Seiten öffnen muss, damit der eine Seite, damit der überhaupt die Türen öffnet, damit der das zählt, kann er nicht im Sinne des Erfinder, nicht im Sinne des Erfinders sein. Also da muss auf jeden Fall noch ganz schnell ein Update her, wenn nicht sogar zwei oder drei. So, wir nähern jetzt unserem oder wir nähern uns jetzt unserem Endhalt bzw. Hagen Rangierbahnhof. Wir haben jetzt gleich auf 40 zu erwarten. Wir sollten auch mal langsam abschalten, wenn wir hier quittieren müssen. Wahrscheinlich dürfen wir hier auch noch mal quittieren. Nein, aber da vorne wahrscheinlich, dass wir die 40 wahrgenommen haben. Praktisch jetzt einmal einen Bogen gefahren. Einmal um den Pudding rum. Wunderschön. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass die Lok hier falsch rum angekoppelt ist, ist ja auch schon wieder ein Indiz dafür, dass hier noch nicht 100% alles stimmt mit der Lok. Irgendwie heute Sprachfehler, ich weiß auch nicht. Und dass hier noch einige Bugs vorhanden sind. Wobei das ganze Spiel ist ja an sich irgendwie noch verbuggt, hier und da. Von daher, aber es müssen hier noch unbedingt Updates her, weil hier noch nicht hundertprozentig alles richtig ist. Naja, das soll man erwarten. Es ist halt immer schon so gewesen. Die wollte ich eigentlich jetzt auch nicht mehr anmachen. Naja, egal. So, da wären wir. Sehr schön. Na komm. Bisschen Strecke haben wir schon noch. Das meine ich, wenn man auf Taste 2 drückt, das kann nicht wichtig sein.
So. Ah, zu entkuppeln. Ah, okay, cool. Haken 113. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Dann lösen wir die Bremse. Das hatte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man damit, dass das so geht mit dem Entkuppeln. Cool. So, sind wir noch gar nicht fertig. Müssen wir die Lok noch abstellen wahrscheinlich. Auch dass wir keine Schlussleuchten haben, das ist. Na egal, komm, lassen wir das. Genau, die machen wir jetzt mal aus. Und ja jetzt am Rangieren, da braucht man wirklich keine Zugsicherungssysteme mehr. Wenn wir hier unsere Lok am Abstellen, auf dem Abstellgleis. Vorne wird das wohl sein. Ich denke mal, dass das dann sich da beendet, wenn wir die Lok da abgestellt haben. Vielleicht können wir sie ja sogar noch abrissen. Noch 112 oder ist das 143? Nur 112. So, so muss ich mal eben gucken. Wo ist das nächste Ziel? Da. Wir stehen hier. Da ist die. Ja, da müssen wir doch den Dings einlegen. So, Faschelt. Meine Güte. Fahrtrichtungswende nach rückwärts verlegen. So. Richtig so, gut. Ich dachte, wir hätten den da jetzt abstellen können, aber nein. Sollen wir noch ein Stückchen weiterfahren. Wunderschön, wunderschön. Also Haken 223 und Haken 186 halten wir noch an. Wo immer das sein mag. Das ist immer ein wunderschöner Lokzug. Einfach ein Traum.
Wunderschön, wunderschön. So, Hagen 186 dürfte dann wieder, genau. Muss man abermals den Richtungswender verlegen. Diesmal noch vorwärts. So. Bremse lösen. Dann fahren wir jetzt zur letzten Haltestelle praktisch. Dann wird sich das Szenario beenden. Oder an den Waggons, ne, neben den Waggons. Ziel erfüllt. Sehr schön. So, wir bekommen Goldmedaille. Sehr nice. So, damit endet dieses Szenario. Ein wunderschönes kleines Szenario für zwischendurch Güterzug-Szenario mit der 218 zu finden im offiziellen Fahrplan auf der Strecke Ruhr-Sieg-Nord. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt einen schönen Restsonntag, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf und wenn ihr noch eine Idee habt, wie ich das mit der Strecke Hamburg-Lübeck löse, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch eine wunderschöne Zeit. Lasst Kommentare da, lasst Feedback da, das würde mir sehr helfen. Guckt euch gerne mal die Kanalmitgliedschaft an. Ja, was soll ich noch sagen? Gehabt euch wohl, wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Bis dahin sage ich, ciao, servus und tschüss, euer der Dennis Spieters. Haut rein, bye, bye.